Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Es regnet MCZ-Traktoren, beziehungsweise die weißrussische Marke Belarus-Traktoren. Wieder ein schönes Pack rausgekommen vom Modder Coolibean. Und zwar das MCZ-Pack Alter. Ich musste gerade schon mal neu anfangen, weil ich kann das nicht aussprechen. Alter Ation. Alter Ation. In der V0.1. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das ein Schreibfehler ist. Denn für so eine frühe Version wäre der eigentlich zu schick in der V1.0. Aber sei es drum. So, was haben wir hier Schönes? Wir haben hier wieder ein sehr hübsches Traktorenpack. Ähnlich dem, was wir schon mal vorgestellt haben. Allerdings haben wir hier jetzt noch dieses ältere Modell mit am Start. Das Ganze kommt mit Frontlader und ein paar Anbaugeräten zu euch. Die Datei ist relativ groß. Es läuft aber absolut fehlerfrei. Das haben wir hier schon rausgetestet. Gucken wir uns mal das alte Modell an. Starten wir mal von außen. Ist wieder eine super Arbeit. Also wieder Wert auf Detail gelegt. Texturen passen. Wie heißt es denn jetzt? IC-Control. Ja, es ist einfach zu früh. Es ist IC-Control verbaut. Zumindest bei dem Modell. Ich glaube, die haben es leider nicht. Aber vielleicht kommt da noch mal ein Update. Ist wieder sehr detailreich das Ganze. Es bewegt sich alles am Motor, was sich bewegen soll. Auch so von den Texturen her finde ich das richtig schick. Schauen wir mal kurz in den Innenraum. Hier genau dasselbe. Schick, schick, schick. Aber ich merke gerade, wo ist denn die IC-Control? Da ist. Was können wir denn hier noch so alles veranstalten? Also wir können die Türen öffnen, okay. Ja, wir können die Türen öffnen. Oder auch nicht. Doch, können wir. Sehr schön. Lauschen wir mal auf den Motorsound. Auch hier nichts zu meckern. Bremslichter funktionieren auch. Bremsen hoch. So, zur Beleuchtung. Da haben wir einmal das normale Licht. Ah, ich sehe. I see. Leider kein Rückfahrlicht. Also kein Rücklicht. Wir haben eine Aufblende. Wir haben ein Arbeitslicht, das funktioniert. Schauen wir mal auf das Blinklicht vorne, alles prima. Ja, die funktionieren. Reflektieren auch. Wie es soll. Schade, dass das nicht funktioniert, aber ich denke mal, das werden sie vielleicht auch noch fixen. So, das zum alten Modell. Dann haben wir noch ein neueres. Und natürlich mit den Upgrade, beziehungsweise der du kannst den Motor upgraden, verändert sich dann auch der Motorsound, hier jetzt bei dem wird. Das ist auch eine schöne Sache. Passt. Sehr, sehr hübsch. Also da bleiben keine Wünsche offen. Gleich mal hier den Lichtcheck bei dem. Das normale. Ah, die funktioniert nicht. Okay. Die Arbeitsscheinwerfer vorne, die Arbeitsscheinwerfer blinkt. Und das Blinklicht. Auch kein Problem. So, schmeiß mal fix nochmal ein Äuglein auf den. Auch hier detailtechnisch lässt keine Wünsche offen. Definitiv nicht. Wenn man hier reinguckt, genau dasselbe. Ich muss sagen, die sehen dem, was ich die Tage vorgestellt habe, sehr, sehr ähnlich. Ne? Okay. So, packen wir den mal ein und schauen wir uns das Ganze mal im Shop an. Zuvor können wir noch mal ganz kurz auf die Frontlader gucken. Ich finde auch, dass das mal was anderes ist. So, auf Frontlader technisch ist hier alles hübsch verbaut. Ne? Auf so kleine Details wurde hier natürlich auch geachtet. Da bleiben meiner Meinung nach keine Wünsche offen. Gut, schauen wir uns den ganzen Spaß mal im Shop an. So, im Shop findet ihr das Ganze. Da kommt Traktoren.
So, und zwar ziemlich weit hinten. Da sind sie. So. Haben wir aber die vier Stück. Den MTZ 80 UK, MTZ 80, MTZ 82, MTZ 82 UK. Fangen wir mal beim ersten an. So. Da haben wir das gute Stück. Wir können angleichen die Felgenfarbe. Wir können angleichen die Hauptfarbe. Rot. Und wir haben diese Designfarbe, sprich Motorblock, Getriebe und so weiter. Das können wir natürlich auch wählen. Konfiguration. Was haben wir denn da? Wir können hier einen Frontkraftheber dran machen, was meiner Meinung nach gar nicht so, ich wüsste nicht, dass es da so mal gegeben hat, aber wer es brauchen, wer es möchte, kann das natürlich tun. Wir können das Design. Das Design sind die vorderen Schlupffänger, Schmutzfänger. Die Kabine können wir in der Farbe verändern, also einfach grau oder rot, ne? Wie gewünscht. So, dann die Motorausführung. Das kommt einmal mit 81 PS, mit 105 PS, mit 115 PS oder mit 81 PS. Das Ganze ist hier kyrillisch. Habe ich mal in der Schule gelernt, aber muss ich sagen, passe. So, schauen wir mal hier. Hier haben wir den Frontlader. So, den gibt es auch in verschiedenen Versionen. Könnt ihr euch die raussuchen, die euch am besten passt. Reifenvariante. So. Ja, ich würde es euch gern vorlesen, aber passe. Ja, mit Schneeketten. Ich glaube, das war Standard. Glaube. So, das soll es zudem auch schon gewesen sein. Schickes Modell. Hüpfen wir mal zum nächsten. So, hier kommt jetzt das ältere Modell. Hier genau wieder dasselbe. Wir können die Felge, wir können die Hauptfarbe anpassen. Wir können den Motorblock anpassen, wenn es genehm ist. So, Konfiguration. Wieder diesen Frontkraftheber. Hier haben wir ein Frontgewicht. Beziehungsweise eine andere Motorhaube. Ne? Oder Frontgewicht mit anderer Motorhaube oder nur anderer Motorhaube. Also wie gewünscht. So, was haben wir hier? Hier können wir jetzt noch die Schlammfänger abbasteln. Ne? Auch das ist möglich. Müsst ihr euch mal durchklicken. So, Motorausführung. Kommt das Gute mit 80, 105, 115 oder 81 PS? Okay, also mit 81 PS, 105 oder 115 PS zu euch. So, hier schauen wir nochmal fix auf den Frontlader. Auch hier. Hier ist natürlich schick. Die Frontlichter verschwinden dann halt nach hier oben, damit sie dem Frontlader halt nicht im Weg sind. Schöne Sache. So, Reifen haben wir hier auch wieder. Ein paar Konfix. Und Schneeketten natürlich auch. Wie gewünscht. So, die. Entschuldigung. Die anderen Modelle sind in der Config genau dasselbe. Ne? Farbe könnt ihr angleichen. Kabine, Reifen und so weiter. Da ist da kein großer Unterschied. So, schauen wir mal auf die Lok. Die Lok sagt nichts, läuft fehlerfrei. Wie gewünscht, aber das war eigentlich auch unser Anliegen, hier euch auch fehlerfreie Mods vorzustellen. Das ganze Pack ist um die 160 Megabytes groß. Ja, das ist... geht so. Also von der Größe her, okay. Bei uns stört es jetzt nicht. Und wie gesagt, das ist auch, was uns halt auch wichtig ist, es kabbelt sich nicht mit anderen Mods. Und deswegen kann ich das eigentlich nur empfehlen. Also bei uns zieht es auf alle Fälle ein, dieses Pack. Ich finde, schöne Maschinen, schöne starke Maschinen. Ich mag auch den Klang. Gut, bleibt mir an der Stelle, euch eigentlich nur noch viel Spaß zu wünschen. Sollte es da mal einen Fix geben, was die Rücklichter von dem alten Modell angeht, ja, die jetzt im Moment noch nicht funktionieren, schmeiße ich das natürlich mit hier rein. Ansonsten schönes Pack, gute Arbeit vom Modder. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Mods. Es grüßt euch, euer Silver.